Und da kommen wir auch schon wieder. Ja, Aufnahme läuft. So, wir sind jetzt bei dem fünften Level. So. Die Menschen, oder die Menschen, sag ich schon, die Leute, die beim letzten Video zum Ende geguckt haben, werden es schon wissen, ich habe jetzt bei meinem Spiel das Flickering eingeschaltet, wegen weil Rechenleistung, denke ich, zu besser ist. Muss ich dann gucken, da will ich hin, da will ich hin. Ich hoffe, es ist jetzt dann von dem, wie smooth das Video läuft, besser. Ich schalte mir noch mal für euch, damit ihr mal seht, wie es für mich auch sieht, das Ding ein. Und hoffe einfach mal, dass damit jetzt das Video auch flüssiger läuft. So, für Erklärung, wie hier letztes Video Ende. Gut, dann wollen wir mal. Geile Soundtracks am Ende. Am Ende. Das ist auch wieder eine Map, die ich kenne, die sich kaum geändert hat. Bisher zumindest, ich bin ja gerade noch am Anfang. Ja, die hat sich kein bisschen geändert, genauso hinkältig wie immer. Ihr werdet alle sterben, alle. Ihr werdet alle sterben. Hallo? Das war nicht nett. Du kleiner, Alter, dieser Ugo. Jetzt ist aber gut. Du kleiner. Tada! Ja, mal, was ist denn hier? Das hier ist eine geschlossene Gesellschaft, du Pisser. Das ist meine Toilette. Dusche. Also, bitte hier nicht. Na, ihr wisst schon. Das ist eine Dusche. Keine Toilette. Ich bitte um Verzeihung. So, es guckt gerade keiner. Hä? Hat niemand gesehen? Oh, das war gut. Kann man den eigentlich auch einschalten? Was? Habe ich gerade verlesen? Mit Wingsamwater, da sag ich doch. LOL, man kann von hier sogar trinken. Ist das behindert? Ist das behindert? Ja, you drink some water. Ist das süß. Wollen wir mal wieder die Wasserrechnung hochstellen. Ah, da brauche ich direkt davor stehen. Da brauchst du nur anvisieren. Ich frag mich gerade, ob man auch selber nass wird dabei. Ah ne, Spiegeleffekte oder sowas gar nicht. Schade eigentlich. So geil. Lalala. Viel Spaß bei der Wasserrechnung. Hört man aber jetzt die Nassigkeit, oder? Ja komm, okay, ich schalte ab. Ich schalte ja schon ab. Ich meine, gut, bei echten Duschen könnte man es wahrscheinlich nicht machen, weil die haben ja generell so eine Teilschaltung. Wobei, es gibt ja noch alte Duschen, da hat man tatsächlich so einen Hahn gehabt. Und wenn man den offen gelassen hat, denn, hallo, liegt der auch offen. Gott, die wollen gar nicht abgeschaltet werden. Das ist wie so ein Atomkraftwerk am Ende seiner Lebenszeit. Nein, bitte nicht abschalten. Ich habe noch 20.000 Leute zu verstrahlen. So, da werden wir. Na, wenn das mal kein Secret ist. Ha! Das Ding gebe ich mir sicherheitshalber auf. Bis ich weiß, wo ich es verwende. Das da sieht relativ. Ja, okay. Gut. Wenn ihr Bedarf habt und diese Map spielt, lasst mich in Ruhe Witze reißen. Dann könnt ihr hieran euer Handy anschließen. Das sind bloß 10.000 Volt, die tun nicht so sehr weh.
Habe ich jetzt keine Kinder zum Selbstmord angestiftet? Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Die haben doch alle Wikipedia. Aber lass mich doch mal in Ruhe Leute umbringen. Tiere umbringen. Das war keine so gute Idee. Okay, komm, jetzt mach ich was an hier. Achso, da ist wieder so Ballabum. Dann bin ich in den Rush-Hour gekommen oder was? Alle weg, alle weg, alle weg. Okay. Also auch wieder einer, boom. Achso, ja, ich weiß nicht, ob es bei Doom 2016 auch so ist oder so war. Man muss nicht komplett aufladen und dann schießen. Man kann auch ein bisschen aufladen. Dann ist es zwar entsprechend schwächer, aber man kann praktisch auch schon vorher schießen. Die meiste Stärke hat man natürlich, wenn man das Ding komplett aufladen lässt. Achso, und noch was. Kann ich mal ganz kurz zeigen. Nein, das. Ihr könnt bei dem Ding auch noch dieses Lens Mode Device reinsetzen. Dann habt ihr praktisch das gleiche. Habt ihr jetzt aber so ein rotes Kreuz drin? Oder auch nicht? Muss ich die Waffe jetzt wechseln oder was? Hä? Ach nee, muss ich erstmal aktivieren. Jetzt. So, und habt dann praktisch einen Laserstrahl. Das ist äußerst hardcore. Mag ich persönlich aber nicht, weil ich finde es doch ein bisschen übertrieben. Außerdem braucht man dafür. Ach, lass einfach mal drinne. Ich lasse nicht drinne. So, also für die, die es mögen, könnt ihr auch noch machen. So. Was? Also. Weg, 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 weg. Früher waren hier glaube ich sind der erste von Essensreste? Das ist keine Frischware? Nein. Früher war eine Herz-Health-Bonus-Dinger drin. Wenn man hier rüber gegangen ist, hat man also praktisch Leben bekommen. Und das fand ich gerade schwierig. Da hat dann die Eiskalt weggenommen für Schweine. Und ich hab natürlich gesagt, nein, nein, nein. Ich hab nein gesagt. Na gut, andererseits kann man dafür das Zeug hier essen. Außer man läuft natürlich drüber. Na komm. Ach, ist eine Leiche? Essen Sie erstmal Leichen. Muss man sich ja nicht gegen. Was machst du? Oh, ich will die Texturen. Ach, ja. Wegen den Texturen, also so sieht es unter GZ Doom aus, wenn ihr mit OpenGL spielt und ihr keine Texturen habt an der Stelle. Das liegt daran, dass Extermination Day ist primär für Brutal Doom natürlich, weil es ist vom gleichen Erschaffer und ist praktisch ja ein und dasselbe Objekt. Es ist also praktisch einmal er hat einmal eine Gameplay-Mod erstellt, dieses das sind wieder so eine Knöpfe. Er hat einmal Brutal Doom erstellt und hat dann praktisch für Brutal Doom ein Map-Pack erstellt. Das hier, Extermination Day. Das kommt aus jetzt in der Einheit. Noch einer ist. Dementsprechend ist das beides auch etwas miteinander verknüpft. Und Extermination Day nutzt tatsächlich Texturen, die nur im Brutal Doom funktionieren oder nicht vorhanden sind. Ich weiß jetzt nicht was davon, aber auf jeden Fall eins von den beiden. Dementsprechend hat man an manchen Stellen, wenn man Extermination Day mit anderen Gameplay Mods spielt oder komplett ohne Gameplay Mods spielt, halt an manchen Stellen keine Texturen. Das da ist das, was ich letztens gemeint habe, das ist immer ein Secret. Oder meistens. Und ich hatte recht. Dementsprechend nicht wundern, an manchen Stellen könnten solche Sachen sein. Das ist dann keine Textur, die da ist, sondern das ist eben keine Textur, die da ist.
Okay, was kommt hier wieder runter? Okay. Achso, ach nein. Na gut. Ist hier was? Hm. Verstehe ich nicht. Gehen wir mal rein. Ja, das ist auch ein Beispiel dafür. Hier sollten normalerweise bitte Betten stehen. Die Betten existieren leider nicht in. Also werden auch von 3 vermutet. Ist ja Bullshit, ey, dass das so verbuggt ist. Ich meine, gut, ist jetzt kein Bug in dem Sinne. Es sieht aber schon hardhackig aus. Eigentlich sollten die überall Betten stehen. Wobei die Raumaufwände auch anders ist, haben die das jetzt auch geändert. Ja, doch, haben die geändert. Vielleicht stehen ja sogar gar keine Betten mehr, sondern was anderes. Auf jeden Fall irgendwas, was ich jetzt hier nicht mehr sehe. What the fuck? Ich glaube, ich mache gerade einen großen Fehler. Ich habe 133 Leben. Das ist nicht mehr viel. Oh, ich habe eine Karte. Ach, man kann jetzt auch komplett durchlaufen. So stelle ich mir vor, wenn ich abends im Dunkeln durch die Straßen laufe. Einfach mit dem Kopf frontal gegen alle Verkehrsschilder, die irgendwie am Wegesrand stehen. Genau so muss das sein. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Es gab nämlich hier draußen jetzt eine Falle. Bei dem Original Game. Deswegen, wir sind ja in einem Safe-Raum. So. 3, 2, 1, boom. Headshot. Jawohl. Mal sterben. Toll. Ha, allerwisch. Das war nice. Oh. Ja, scheiße. Ja. 2 Fallen hintereinander. Die Falle habe ich komplett vergessen gehabt. Stimmt, die gab es ja auch noch. Oh, das ist neu. So, dann wollen wir uns mal ein bisschen hier. Leuchtet ist ja nice. Nicht das Trockfarbel, das Trock, die Sprache, das Trockfarbel. Aber das hier. Ja, aufpassen. Ich weiß nicht, ob es bei Doom for Doom genauso ist, aber bei dem. Ich habe in der Zwischenzeit normales Brutal Doom hier mitgespielt. Zumindest die erste Map zum Testen. Und diese Feuerlöcher bei normal Brutal Doom. Die sind hoch explodiert, also wir haben extrem weiße Sprenggrade, wesentlich höher als den vom Raketenwerfer. Ihr solltet also definitiv nicht zu nah dran stehen, wenn ihr so ein Ding hochwirft. Hochjagt. Alternativ ist es natürlich eine sehr schöne Waffe, wenn ihr jetzt gerade viele Gegner neben so einem Ding zu stehen habt. Muss ich jetzt, was habe ich jetzt alles? Die blaue Karte. Die blaue Karte ist da. Hey, das ist überall so eine. Habe ich irgendwann eine Olme? Ach ja, klar, hier sind Dings noch klar. Cool. Also hier muss ich jetzt hin. So. Wo war ich? Ich tritt nie auf, oder? Wir haben gerade über Gott geredet. Danach habe ich Angela Merkel beleidigt und zum Schluss. Warum wurde haben wir geredet? Hm, keine Ahnung. Ach ja, über die Feuerlöcher. Eben, genau. Können wir mal kurz was ausprobieren. Da. Das ist eine mächtige Explosion, die dabei herrscht. Also das ist. Kann ich mal kurz von Seiten probieren. Okay. Ja gut. Also, man hat schon ein bisschen Störung. So, mal gut, weil da. Hä? Achso, hier ist noch ein Fenster. Oh. Och nö, oder? Ich glaube, diese Waffen werden nicht funktionieren. Das sind original Prototyp-Waffen. Warum ersetzt der die nicht? Ich habe keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung. Gut. Self-Form, also zwei Faktoren. Ah, stirb doch halt einfach mal. Bumm. Leider kann man jetzt keine Waffen kaufen. Sonst würde ich mir jetzt eine Kettendinger kaufen. Die Dinger machen nämlich gut Damage. Die hier speichern. Immer schön im Self-Form. Du bist tot, du bist tot. Du bist tot, du bist tot. Ich hab gedacht, du bist tot. Da ist noch einer. Oh, da ist noch ein Monitor. Oh, da ist noch einer. Oh mein Gott. Was tue ich hier? Ja, halt. Klappt das? Ach, komm jetzt. Ist mal gut hier. Da kriegt der Panikattack, kriegt der da. Ja. Mir fällt halt auf, was ich gerade noch mit der Pistole schieße. Ja, egal. Oh. Ja, für die normale Kriege sind sie auch stark genug. Wie man sieht, reicht das für die Standardsachen aus. Ich meine, gut, Zombies und Imps, Merzahl, sind jetzt auch nicht so stark, allerdings sind sie auch nicht häufig vertreten. Und mit der Pistole kann man die schon ganz gut wegmetzeln. Da kann man sich gute Munition für die starken Gegner aufheben. Wie zum Beispiel Hell Knights oder wie die alle heißen. Ach, die ganzen Nachtbewohner sitzen. Ist ja interessant. Na gut. Aha, ja. Oh! Eine Minigun. Oh. Oh. Achso, das ist nur dieser eine Waffentyp, der ich da jetzt tue. Okay, interessant. Sehr interessant. Gibt es hier noch irgendwas Spannendes? Raketen. Oh! Ja. Eine Rotkarte. Aber ansonsten. Nichts. Meine Fresse, ich will echt wieder Scheiß. Und das Kach, du Kacke. Du kommst wie gerufen. Spürt meinen Zorn, ihr Bitches. Okay, jetzt vertraut mein Rechner. Warum das denn? Keine Ahnung. Vor allen Dingen. Nee. Doch, das hält sich zurück. Wenn ich ganz nah am Mist stehe, dann bricht die Framerate auf fast 20 Bilder pro Sekunde ein. Soll ich da weg bin? Dann geht es hier allgemein. Hä? Soll, was ich gerade noch weiter muss? Oh gut, hier habe ich jetzt 60, hier ist noch 34. That makes sense. Na gut. Dann würde man sagen, auf den Krieg. Kommt jetzt überhaupt noch ein Krieg? Nee, ne? Das war's doch eigentlich schon. Du hast noch das rote hier. Ach ja, doch, da kommt noch was. Ach so. Ja klar, diese Funken. Ja, das ist Doom Engine typisch. Also auch diese Funken sind natürlich Objekte, die hier natürlich jetzt angezeigt werden. Eine von vielen Restriktionen. Restriktion. Von Doom. Bitches. Das hat Spaß gemacht. Nehme ich die? Ja, ich nehme die. Oh. Oh. Mal gucken, ob ich die einsetzen kann. Oh, hallo. 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 What the fuck? Ich bin so gut wie tot.
Der ist schon tot. Leute, die sind tot. Ich hätte hier drin so schön speichern können. Was mache ich von der Tür? Mach einfach die Tür auf. Ach, Leute. Ich will speichern, die Arschlöcher. Na gut, dann auf den Krieg. Doch, stimmt, diese Raum, die gab es ja schon früher. Dann früher woanders. Aus. Na super, was mache ich denn jetzt? Okay. So, und. Ich sehe überhaupt nicht, wo ich hinschieße. Was war das gerade? Oh, ach du Kacke, ach du Kacke, ach du Kacke. Lass mich doch mal durch hier. Ich bin Arzt. Diese Stühle. No. Ich brauche etwas Leben. Sonst werde ich mein Leben nicht mehr erleben. Ach Gott, Mozart wäre stolz auf mich. Leute, ich bin gerade, ich komme gerade auf eine ganz gute Idee. Oh ja, oh ja. Oh ja, das habe ich so lange schon nicht. Oh. War eine gute Idee. Nice. Das gefällt mir. Auch wenn die Wirkung relativ groß ist. Aber ja, diesen Teil gab es schon früher. Jetzt muss ich hier rein, genau. Ja. Lol, als ob. Wie so ein Hubschrauber. Immer schneller drehen, bis er abgeht. Ist wohl ganz schön abgehoben. Aha. So, und da kommen nämlich jetzt zwei ganz böse Gegner, und zwar zwei Revenants. Hallo, du abgefahren. Ach mein Gott. Was tue ich denn hier? Ach so, was im Spiel von dem. Ja, das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Nein. Noch, das ist doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Oh, fuck. 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 Siehst du, genau deswegen sollte man nicht, oder deswegen sollte man immer in einem Safe Room speichern. Jetzt habe ich mit dem Salat. Warum habe ich die gespeichert? Na gut, andererseits war es ein Vorteil. Upsala. Lass mich gehen. Ich habe Frauen und Kinder. Geronimo. Oh, Alter. Egal, kann doch nicht wahr sein. Das ist doch die Schikane. Die mit ihren Scheißraketen, ja? Nur weil die schon die Raumfahrt beherrschen? Was? Na komm, Papi. Wow. Also hiermit fehlt also seht ihr die wohl ziemlich stärkste Waffe in dem Spiel. Blöde dabei nur, die kam leider viel zu spät. Gut, ich versuche jetzt nochmal ein bisschen dem zusammen zu trommeln. Ah, hier wahrscheinlich eher weniger. Ich gehe einfach nochmal ins Lager. Da lagern Vorräte. Da. Alte Fleische. Ja. Ah, Kicken. Paket, immer gut. Aber. Und die ganze Rest habe ich schon.
nur die Dinger natürlich mitnehmen und verschieße ich wahrscheinlich auch das Spiel. Gut. Dann haben wir es ja soweit. Was ich jetzt mal machen werde, ist Wurmwand duschen. Ach genau, hier war er. Ha, braucht euch eine Dusche, um mich satt zu trinken. Gut. Okay. Habe ich eigentlich schon alles Secrets? Es sieht so aus, ja. Ja doch, ich habe alles Secrets. Na dann. Vielen Dank, dass Sie mit Air... Okay, was war das? Mit Air Pandora geflogen sind. Naja, seems like deine Mutter. Ist, also, das ist jetzt natürlich eine Ausnahme. Klar, am Anfang werde ich immer sprechen, ob das ein Safe-Room ist oder nicht. Hier ist es halt kein Safe-Room, aber gut. Und schon muss ich das Level ja beenden. Dann würde ich mal so sagen, vielen Dank für die Blumen.